Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank Tools of Destruction, Episode 19, let's go! Wir sind immer noch auf Kerchu, aber auch so langsam beim Finale. Die neuen Transmorpher, jetzt neu aus der molekularen Umwandlungssparte. Verwandle deine Gegner in liebenswerte Pinguine. Okay. Pinguine? Auch nicht schlecht. Halt die Augen offen, Clank. Es muss hier irgendwo sein. Ja? Ich dachte, da war was. Okay. Cool. Ein Bossfight auf Grindschiene. Naja gut, wird das wirklich ein Bossfight? Wahrscheinlich nicht. Der macht nur ein paar Schienendinger kaputt. Ich glaube, das ist deren Heimat. Von daher müssen sie selber wissen, was sie damit anstellen. Wow, was hat mich denn da jetzt getroffen? Oh. Hui. Oh, darauf war ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ich soll jetzt mal gucken, was hier abgeht. Hui. So, da kommen schon die ersten Raketen. Wow. Cool. Entspannt. Ich muss sagen, dieses komische grüne Feuer ist schon seltsam. Da vor diese Bomben. Was sind das für komische Granaten? Oh, okay, jetzt auf den Kopf. Okay, Zeit für den Boss. Gut. Lass mal den erstmal kurz abdancen. Damit ich mal ein bisschen überlegen kann. Fum. Oh, uff, ui, das hat sehr viel Schaden gemacht. Das ist mein Next Level? Haben wir den schon platt gemacht? Nein. Hä? Habe ich den, wieso habe ich Level ab jetzt schon bekommen? Oh, das war schon. Achso, das geht ja nach da oben. Verwirrgas. Egelbombe, let's go. Das ist Lebensenergie. So, und dann ist der Gegner auch schon fast weg. Machen wir die Jägerwerfer, let's go. Cool. Dieser Kerschu muss das Gerät bewacht haben. Sieh dir das an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ratchet? Das ist unglaublich. Ratchet? Ich glaube, man ist uns gefolgt. Hab ich dich, kleiner Halunke. Du hast da etwas, das mir gehört. Sei schön brav und gib es mir. Warum holst du es dir nicht, du altes Rumpfass? Du leidest doch einem alten Piraten nicht seine Beute, oder? Dann könnte es dem alten Piet hier nämlich in der Klinge zucken. Ei, Captain! Ein Wort und unser Freund hier ist erledigt. Wenn ihr uns folgt, nehme ich euch von Bug bis Heck auseinander. Meine Herren. Versuch's doch. Ratchet, Funkspruch von der Aphelion. Sie hat Slacks Route zu einer versteckten Flotte in der Ublik-Passage verfolgt. Koordinaten der Ublik-Passage erhalten. Okay.
Was haben wir denn hier? Oh, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Okay. Achso, ist das, um da oben wieder auf diese Magnetdinger zu kommen? Wenn da noch was übrig geblieben wäre. Na gut. Wie sieht es generell kartentechnisch aus? Es sieht fertig aus fürs Erste. Mal gucken, wie es ausschaut, wenn wir irgendwann Backtracking betreiben. So. Auf geht's. So, auf zur Oblik-Passage. Die Oblik-Passage. Vor langer Zeit war die Oblik-Passage eine beliebte Weltraumroute zwischen dem Vertriges und dem Praxus-Sektor. Die Route wurde jedoch unpassierbar, als die Kragmiten einen nahegelegenen Neutronenstern sprengten, um den Konvois von Polaris-Verbündeten den Weg zu versperren. Aufgrund der Reststrahlung können nur noch Roboter und die zähesten organischen Lebensformen die Passage nutzen. Heißt also, unsere Lebensform würde komplett dahin raffen. Okay, Slacks Flotte, let's go! Und da landen wir. Sehr schön. Schauen wir uns um. Die Lage wird brenzlig. Ich übermittle Kronk eine Nachricht und bitte um Unterstützung. Okay, aber ich will nicht einfach abwarten. Wir müssen den Dimensionator in die Finger kriegen, bevor Slack noch mehr Unheil anrichtet. Besser ist. So, wie sieht's aus? Oh ja, es wird sehr viele Schiffe geben. Da hinten könnte wahrscheinlich Endkampf werden. Oder? Muss man mal schauen. Oh, das wollte ich nicht. Okay. So, ach ja, wie sieht's generell waffentechnisch aus? Oh, da ist ja jetzt noch was hinzugekommen. Markennetzwerfer. Hilfe polarisierter Retaniumkugelchen werden deine Feinde in einem elektromagnetischen Netz gefangen. Okay. Klingt jetzt nach nichts Besonderem. Jo, versuch's doch. Geil zum Grillen. Oh, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Mal, bin ich jetzt bescheuert? Hat die ganze Zeit. Hat die ganze Zeit Eingaben gefressen. Ist unser Netz gerade wieder komplett überlastet? Kann natürlich sein. Wäre unschön, aber kann sein. Irgendwie sind einige Inputs überhaupt gar nicht wahrgenommen worden. Einige Sprünge. Die Kamera war auch irgendwie seltsam. Eindringling! Schnapp die Jungs! Ja, jetzt geht's besser. Ja, dann wird's wohl so gewesen sein. Dann waren jetzt anscheinend so ein bisschen auf Abwägen. Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel wird über den PlayStation Plus Premium Service gestreamt. Beim Nachfolger-Game. Oh. Hi. Also beim Nachfolger-Game von dem hier, den gibt es leider nicht im PlayStation-Abo-Service. Da muss ich tatsächlich meine PS3 anschmeißen. Da hoffe ich mal, dass die Qualität einigermaßen okay ist. Okay, das Vieh ist nervig. Ja, mal schauen. Hey! War definitiv eine spaßige Angelegenheit.
Ich sag mal so, der direkte Nachfolger ist ein relativ kurzes Game. Allerdings nicht einfach, weil ich glaube, der hatte auch schon wieder Schwierigkeitsgrade. Und bei dem war es definitiv auch nicht ohne. Ja. Mal gucken. Da werde ich schon meine PlayStation 3 anschmeißen dürfen. Und dann hoffen wir mal, dass das alles funktioniert. Vor allem, weil OBS und PlayStation 3 sich irgendwie nicht verstehen. Also nicht gut verstehen, sich nicht gut vertragen. Hoffe ich mal, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Ich meine, ich habe das schon mal zum Laufen bekommen. Aber es ist halt immer sehr viel Umarbeiten an den Settings und alles. Es ist unangenehm. Oh no. Hier ist zu viel Krams los. Was machen wir denn hier jetzt? Ich muss das Vieh da erstmal loswerden. Wow, ich bin fast weg. Haben wir es geschafft? Ja. Uff. Uff. Mit 4 KP. Wir haben hier keinen Händler. Und hier muss ich schon wieder tanzen. Na, okay. Dann machen wir das. Du siehst aus wie ein Pirat. Aber kannst doch den Jig tanzen? Zeig dir, wie gut ich tanzen kann. Let's go. Zu deiner Rechten. Zu deiner Linken. Nach oben. Nach oben. Zu deiner Linken. Zu deiner Rechten. Schwing die Hüften. Zu deiner Linken. Nach oben. Schwing die Hüften. Yeah! Cool. Oh yeah. Das wird jetzt übel. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einsetzen sollte. Transformer? Mal gucken, was das macht. Das sind tatsächlich einfach Pinguine. Ey, voll cool. Vor allem einer hat sogar einen Zylinder. Oh. Ausgerechnet den einen habe ich natürlich nicht erwischt, klar. Wollte eigentlich die Dinger da hinten treffen. Vielleicht falsche Waffe? 's echt aufpassen, was ich hier gleich mache. Hab einen Treffer und das war's mit mir. Oh, ey. Kommt das überhaupt an? Eigentlich nicht. Ah, Mann. Das ist nervig. Ich möchte nicht immer so auf krass vorsichtig gehen. Reicht das jetzt? Ich hoffe es. Ja. Oh, gut. Gut, dass wir eine Vielfalt an Optionen haben. Okay, ich habe 101 Leben. Okay, bis wie weit geht denn das? Bis 200? Yay! Mal die nächsten Gegner platt machen. Sehr schön. So, Waffen. Okay, yes. Was? Damit sind wir wieder full life. Ich lass dich am Leben, kleines Alien. Reingelegt. Mr. Zucker lebt, um zu vernichten. Oh nein. Ich tue schon wieder. Was ist mit der Kamera? Ey, come on, Game. Das kann nicht sein. Das ist jetzt schon das zweite Mal in diesem Let's Play, dass das Spiel einfach mit drin stehen bleibt. Und das ausgerechnet hier ist eine fiesen Bossfight. Cool. So, wir sind wieder da. Ja, diesmal zeige ich euch gleich den ganzen Weg, weil so viel ist ja diesmal wegtechnisch eigentlich nicht. Hoffe ich. Wird es für mich natürlich wieder ein paar Minuten schnibbeln, weil, ja, Kram.
Ja. Die ganze Ladesequenz und alles, Neustart, das muss man ja nicht alles im Let's Play sehen. Etwas unnötig. So, ich hoffe, das geht schnell. Weil ja eigentlich die ganzen Wege ja jetzt alle offen stehen sollten. Zumindest ist diese eine Tür da schon mal geöffnet. Diese eine große ist auch schon nicht da. Oh, ich muss... Vielleicht kann man diese Brücke irgendwie herablassen. Ich muss die Brücke wieder runterlassen. Mist. Hatte ich gehofft, dass das drin bleibt. Oh, wow. War's das? Okay. Gut, gut, gut. Zwar nicht ganz voll live, aber ist jetzt auch egal. Lassen wir mal diese Brücke runter und machen diesen einen Boss dann wieder erneut platt. Ah ja, genau. Warum kann das hier eigentlich kein Dingenspot sein? Na gut, wir sind ja... mussten ja neu starten. Oh, Kamera, bitte. Nein. Ah, es kann natürlich auch an den Servern von Sony gerade liegen. Dass die gerade ihre Umstrukturierung da durchziehen. Und dass deswegen gerne mal zu Systemausfällen kommt. Was natürlich nicht so angenehm ist für uns. Oh. 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 Okay. So, wie sieht's aus jetzt hier? Oh wow, jetzt spielt er hier Ping-Pong oder was? Okay, das sollte gleich lang. GG würde ich sagen. Oh, da kommt noch so ein Stromvieh. Zwei Stück sogar. Autschen. Drei Stück. Vier. Boah, was? Was? Er hat ja die Eingabe wieder gefressen. Cool. Oh, ich hasse das. Oh, muss ich den ganzen Kampf jetzt nochmal machen? Das ist nervig. Hallo? Geht doch. Gegner? Okay, hier ist irgendwas kaputt. Ah, jetzt kommen wir wieder. Ah, okay, der große Gegner kommt nicht, dafür die ganzen kleinen. Okay, verstehe. Wow! Einfach mal Teleporterfelder. Oh, oh. Das war knapp. Ja! Wie wär's mit... Kontrolle. Okay, ich hab's sogar schon. Okay. Das war zu früh. Cool. Ich krieg auch gar nichts mit. Okay, also wenn hier alles Teleporter sind für diese Elektroviecher, dann gibt es also vier Viecher davon. Das ist schon heftig. Zwei sind schon nervig. Drei ist unangenehm. Vier hat man ja gesehen. Das wird nicht gerade gut. Das Ding ist, wir können natürlich aber auch nicht so viel machen. Okay, Mr. Zircon. So. Ich lass dich am Licht. Wow, wurde der gerade gegrillt? Du Autsch. Fellknäueli wie zu tun. Fellknäueli?
Oh ja. Level 5. Gut. Glückwunsch. Du hast auf die giftigen Schwärme aufgerüstet. Sie sind jetzt mit tödlichem Gift ummantelt. Und fügen dem Feind mit der Zeit mehr Schaden zu. Oh! Giftige Schwarm. Okay. Was natürlich auch schon wieder sehr nice ist. Boah, heftig, heftig. Wir werden durch den Laser nicht nur gestoppt, sondern Dinge noch anders Probleme. Das heißt, die haben werden durch Laser werden die eingefroren. Gift macht die ganze Zeit Schaden, plus die der ganze Schwarm macht sowieso schon Schaden. Das ist schon brutal. Damit ist die Waffe jetzt schon echt ein Monster geworden. Captain Slack muss hier irgendwo sein, Ratchet. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten wir dem Rumgestank folgen. Okay. Let's go. Nur zur Erinnerung, das Nachmittagsprogramm besteht aus Tanz, dem Fertigen von Eisstrukturen und jargonischer Nadelfolter. Okay. Das klingt interessant. Das ist ja was für jeden was dabei. Okay, cool. Okay, so, dann sammeln wir erstmal noch ein bisschen Geld. Warum mache ich das nicht so? Oh, nett. Ja, der Alpha-Spalter ist jetzt definitiv mit diesem Durchschießen auch so was Nütze. Okay, Partner. So, was können wir sonst noch machen? Satzklingen ist ja alles schon nicht so schlecht. Größerer Bereich für die Waffe ist schon gut. Noch mehr Schaden. Warte mal. Das hat man noch gar nicht aktiv gehabt. Jetzt haben wir es aktiv. Gesagt, getan. Okay, wir haben nur noch 100. Okay. Ist okay. Ja, der Verbrauch ist massiv. So, Heliport. Wir werden beschossen. Okay, Kanonen kaputt machen. Let's go. Problem ist natürlich, die Waffe ist jetzt schon am Ende. Wir müssen diese Kanonen deaktivieren. Ja, welche Kanonen? Mal wirklich, welche Kanonen? Hier ist doch nichts mehr. Aber ich denke mal, da wird gleich das nächste Schiffchen kommen. Ja. Als ob es nicht geahnt hätte. So, mach mal Mr. Zukon noch. Ja, komm, dann setzen wir gleich mal ein paar anständige Waffen ein. Aua. Feldknäueli. Hört sich auch wild an. Ich lass dich am liebsten, kleines Alien. Reingelegt. Mr. Zukon lebt, um zu vernichten. So, dann kommen da hinten wieder welche. Ach so, das hier ist ein Teleporterfeld. Gegen Mr. Zorkon. Na gut. Ja, gegen meine Flammenwerfer haben die auch keine Chance. Oh, Mr. Zorkon ist schon wieder weg. Schade. Oh, ja, das Timing war unnötig. Let's go, let's go. Das Ding hat ja ein super Streufeuer. Vielleicht bringt das ja was. Wow, wow. Okay. Nett. Okay, Mr. Zorkon hat nachgeladen. Sehr schön. Genau, let's go. Du kämpfst wie eine winzige Blutfliege. Eine Blutfliege.
Was sind das schon wieder? Und das ist, glaube ich, der letzte. Sehr gut. So, feurig, let's go. Ja, jetzt sieht man es wenigstens auch, dass die wirklich stillstehen. Okay, cool. Oh, wir überziehen, wir überziehen, wir überziehen. Aber ist okay. Okay. Problem ist, ich würde eigentlich gerne Schluss machen, aber ich werde wahrscheinlich doch noch mein Part gleich hinten dran schließen müssen. Das wird unangenehm gerade. Okay. Ja, Alpha-Spalter ist definitiv sehr gut. Okay, bevor wir tanzen, mache ich den Part lieber zu Ende und mache das Ganze dann schön beim nächsten Mal. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!